In Berlin begrüße ich jetzt den SPD-Chef und künftigen Vizekanzler Sigmar Gabriel. Guten Abend, Herr Gabriel. Guten Abend, grüß Sie. Sie sind erleichtert, vermutlich, oder? Ja, aber ich war auch vorher sozusagen jedenfalls nicht politisch beschwert. Hatten Sie eigentlich einen Plan B, wenn das Ganze, die Befragung, schief geht? Nein, ich war mir auch absolut sicher, dass die Befragung gut gehen wird. Ich meine, ein SPD-Vorsitzender, der seine Mitglieder nicht genug kennt, der ist vielleicht auch nicht am richtigen Platz. Wir wussten, dass wir einen guten Vertrag haben und seit 150 Jahren sind Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eine ganz, ganz rationale Partei. Und all, was da geschrieben und gesendet wurde über die SPD, hat jedenfalls mit meiner Wahrnehmung meiner Partei nicht viel zu tun gehabt. Deswegen war ich auch ganz gelassen. Herr Gabriel, sind die Mitgliederentscheide für die SPD ab jetzt immer entscheidend bei Koalitionsverhandlungen oder vielleicht sogar bei bestimmten Regierungsentscheidungen? Ist das die Richtung, in die das geht? Nein, sondern hier an dem Ort, an dem wir heute sind, haben wir vor 2 Jahren eine Satzungsänderung beschlossen. Und da haben wir reingeschrieben, dass dann, wenn 5 Landesverbände es wollen, die SPD einen Mitgliederentscheid machen muss. Jetzt waren wir uns sowieso darüber im Klaren, dass dies ohne Beteiligung der Mitglieder nicht geht. Das wird es immer nur geben in ganz großen Fragen, aber sicher nicht zu Alltagsentscheidungen. Herr Gabriel, als Vizekanzler, aber vor allem natürlich dann auch als künftiger Wirtschafts- und Energieminister, ist einer Ihrer wichtigsten Jobs, wenn nicht überhaupt der wichtigste, die Energiewende hinzubekommen. Da müssten Sie sich dann allerdings gegen die nordrhein-westfälische Ministerpräsident Kraft und die Kohlelobby durchsetzen. Das glaube ich nicht. Frau Kraft hat ja den Vertrag mitverhandelt und sie hat sehr genau aufgepasst, dass wir zum Beispiel jetzt schon dafür sorgen, dass die Überausstattung mit Emissionszertifikaten in Brüssel zurückgefahren wird. Wir müssen zurück zu einem funktionierenden Emissionshandel, damit wir nicht zu viel CO2 in Europa und in Deutschland in die Atmosphäre bringen. Das hat Frau Kraft selber verhandelt. Ich habe überhaupt keine Sorgen. Aber es ist schon so, wenn Sie die Energiewende nicht hinbekommen, dann wären Sie gescheitert, richtig? Ich will sie ja hinkriegen. Und Sie sind überzeugt davon, dass Sie das durchsetzen werden? Ja, sonst hätte ich es nicht angefangen. Das ist eine der größten Herausforderungen. Die kann ich übrigens auch nicht alleine durchsetzen, sondern da müssen viele mithelfen, auch weit über das Parlament, Unternehmen, Gewerkschaften, Umweltverbände hinaus. Wir stehen vor der größten wirtschaftlichen und ich glaube auch sozialen und ökologischen Herausforderung seit der Wiedervereinigung. Und wenn uns das gelingt, schaffen wir Hunderttausende von neuen Jobs in Deutschland und wir wären ein Beispiel für mehr Umwelt- und Klimaschutz in der ganzen Welt. Und deswegen muss das klappen. Wenn es nämlich schief ginge, dann wäre das nicht nur für Deutschland schwierig, sondern auch für den Klimaschutz in der Welt. Aber ich bin ins Gelingen verliebt und nicht ins Nachdenken darüber, wie was schief geht. Herr Gabriel, noch eine Frage zum Kabinett. Das zentrale Ministerium in jeder Regierung, schon gar in der Koalition, aber in jeder Regierung, ist natürlich das Finanzministerium. Das steuert alles. Warum haben Sie sich das denn nehmen lassen? Ja, weil das nicht stimmt, was Sie sagen, sondern in Wahrheit wird eine Regierung natürlich sozusagen ganz zentral im Kanzleramt gesteuert. Das kriegten wir dieses Mal wegen des Wahlergebnisses leider nicht. Und ansonsten glaube ich, Herr Schäuble jemand, der jedenfalls mir als ausgesprochen fair und verlässlich bekannt ist. Aber es ist nicht so, dass sozusagen ohne das Finanzministerium nichts geht. Ganz im Gegenteil, es gibt häufig Situationen, wo das Kanzleramt auch das Finanzministerium korrigiert. Also wir werden schon eine kollegiale Regierung werden und da mache ich mir keine Sorgen. Herr Gabriel, vielen herzlichen Dank für das Gespräch nach Berlin. Bitte, tschüss.